Okay, good evening, everybody. Okay, guten Abend alle zusammen. All right, can everybody hear us? Nun, kann uns jeder jetzt hören? Wow. Gewaltig. Good stuff. Wirklich guter Stoff. Important. Wichtig. Important things that have been shared. Wichtige Dinge wurden geteilt. Father, I just pray. Vater, ich bete. You continue to lead us. Dass du uns weiterführst. Teach us. Dass du uns lehrst. How to hear from you. Wie wir von dir hören können. How to be led by your Holy Spirit. Wie wir geleitet sein können durch deinen Heiligen Geist. Thank you for speaking through us right now. Danke, dass du durch uns sprichst jetzt. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. So, the last session, in der letzten Einheit, we came back to really the importance of filling ourselves with the Word of God. Kamen wir zurück auf die Wichtigkeit, uns selbst mit dem Wort Gottes anzufüllen. The Word of God, das Wort Gottes, is the general guideline. Ist wirklich die Generalrichtlinie. If you ever hear something, wenn du jemals irgendwas hörst, just like during the break, I just heard something. Genauso wie zum Beispiel während der Pause, da habe ich was gehört. We're talking to a guy out on the street. Hallelujah. Wir haben draußen auf der Straße zu einem Mann gesprochen. Helga's here. She said she talked to him too. Und Helga, die hier ist, sagte, ja, ich habe auch mit ihm gesprochen. And I said, hey, why don't you come in for the church service? Und ich sagte zu ihm, hey, magst du nicht mit reinkommen zum Gottesdienst? He said, I don't need church. I have God in here. Und er sagte dann aber, ich brauche Gemeinde nicht, ich habe Gott in mir drin. But I said, yeah, but you need to learn the Word of God. Und ich sagte, ja, sicher, aber du musst ja Gottes Wort lernen. He said, I hear things all the time. Yeah, you hear things all the time. Und er sagte dann, ja, ich höre alle Zeit Dinge. Und ich sagte, ja, das ist schon richtig. But if you don't know the Word of God, aber wenn du Gottes Wort nicht kennst, you're not going to know how to judge these voices as to whether or not all the voices are from God. Dann weißt du ja nicht, wie du all diese Stimmen, die zu dir reden, beurteilen kannst, und du weißt nicht, was Gott ist, der zu dir spricht. Even Jesus, sogar Jesus selbst, taught from the scriptures, hat aus den Schriften gelehrt. When he was tempted in the wilderness, als er in der Wildnis versucht wurde, he said, it is written. Da sagte er, es steht geschrieben. So even Jesus, also sogar Jesus selbst, himself, he went back to the Old Testament scriptures and found himself in the scriptures. Ja, und er selbst ging zurück auch in die Schriften des Alten Testaments, wo er sich selbst drin gefunden hat. So if he needed to do that, how much more should we? Also wenn er das nötig hatte, wie viel mehr dann wir? The word says to build your house on the rock. Das Wort sagt, gründe dein Haus auf dem Felsen. And that's somebody that knows the word of God. Und das ist ein Mensch, der Gottes Wort kennt. Amen. Mark? Yes, Rafaela. In Markus 16, da findet man auch, wo es heißt, dass die Jünger hinausgingen und im Vers 20 verkündeten überall, dass der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Also, And in Mark 16 it's written that the disciples went out and preached the gospel and that Jesus confirmed these words by signs and wonders following. Yeah. Also das auch viele eben, die eben auf diesen Trips oft sind, Wunder ohne Wort, das gibt's eigentlich gar nicht. And so this is the dangerous thing when there is a spectacular move that signs and wonder happens, but there is no word. Mm-hmm. No word of God in it. Yeah. Or behind it. Yeah, yeah. This is dangerous. Yeah. The signs and the wonders. Die Zeichen und Wunder.
The main point is to catch the attention of those that aren't believers. Der Hauptzweck davon ist eigentlich, dass die Aufmerksamkeit von Unerretteten gewonnen wird. But the most important thing for the believer, aber das Wichtigste für einen Gläubigen, should be the word of God. Sollte das Wort Gottes sein. That's more important. Das ist viel wichtiger. And then God confirms the word with the signs and the wonders. Und dann bestätigt Gott das Wort mit Zeichen und Wundern. Amen. Amen. Und also ich gebe jetzt einfach mal ein praktisches Beispiel. Du hast vielleicht jetzt Schmerzen. I give a practical example. Mm-hmm. For example, you have pain in your body. Und das Wort Gottes sagt, dass Jesus unsere Schmerzen getragen hat. And the word of God says that Jesus bore our pain. Mm-hmm. Also ich glaube einfach, dass da keine besondere Stimme vom Himmel mehr kommen muss. And so I believe that there is no need for a voice coming from heaven. Sondern das Wort Gott spricht durch sein Wort. But God speaks through his word. Und das ist seine Stimme. And this is his voice. Mm-hmm. In den Wunden von Jesus Christus bist du geheilt. By the stripes of Jesus you have been healed. Jetzt sind aber die Schmerzen immer noch da. But then the pain is still there. Aber das Wort Gottes sagt. But God's word says. Und das wird dann dein Schwert. And this becomes your sword. Yeah. Also so mache ich das. Yeah. So and that's the way I do und, it. Und wenn es einfach und manchmal kann man sich auch einen Bruder oder eine Schwester noch mit dazu nehmen, dass man sagt so, also jetzt für die und die Situation, Wortglaubende, die das Wort glauben und kennen, was Gott will in dieser Situation, aber das ist einfach mal ein praktisches Beispiel. And sometimes you may need help from brothers or sisters in the Lord that know the word and that can support you, that can stand with you, and but this was a practical example how to use God's word and see the voice of God in und, that. Und es heißt auch sogar in der Schriftstelle, geht nicht über das hinaus, was die Schrift lehrt. Also wir sollen nicht irgendwie mehr noch dazu tun, als was schon geschrieben steht. And it's also written that that we mustn't go over the word of God that and believe and teach and act on more that than what it's written. Well, in Hebrews 4:12. Nun in Hebräerbrief Kapitel 4 Vers 12, da steht. It says, for the word of God. Das Wort Gottes. Is quick and powerful. Ist lebendig und wirksam. Sharper than a two-edged sword. Schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Now. In the Greek, nun im Griechischen, it can also say two-voiced sword. Da kann es genauso ausgedrückt werden mit ein zweistimmiges Schwert. We're talking about hearing the voice of God. Und wir reden ja gerade über das Hören der Stimme Gottes. Well, why would that say two-voice? Warum heißt das hier dann also ein zweistimmiges Schwert? Because God is the first voice. Weil Gott die erste Stimme ist. And his word is his voice. Und sein Wort ist seine Stimme. His word is his thoughts. Sein Wort sind seine Gedanken. All right, people say I want a word from the Lord. I want a word from the Lord. Here it is. Okay, Menschen sagen, ich brauche ein Wort vom Herrn, ich brauche ein Wort vom Herrn. Nun, hier ist es. So he's the first voice. Also er ist die erste Stimme. But he also made you. Aber er hat auch dich geschaffen, where you are the container to receive his word, dafür, dass du sein Wort in dir aufnehmen kannst. It goes into you, es kommt richtig in dich rein. It becomes revelation, es wird zur Offenbarung für dich. And then you speak it out. Und dann sprichst du es auch aus. And when you say the word of God, that's God speaking through you. Und wenn du Gottes Wort sprichst, dann spricht Gott sein Wort durch dich. The second voice. Die zweite Stimme.
And so the Bible, this is the general guideline. Number one, the general guideline. What does the Word of God say? Also Nummer eins, die Bibel ist wirklich deine Hauptrichtlinie, der Generalschlüssel für alles. Was sagt Gottes Wort? It gives the general guidelines for finances. Es ist wirklich diese Richtlinie für Finanzen. Health, für Gesundheit, marriage, für Ehe, family, für Familie, the relationships and fellowship you have with other people, für die Beziehungen und Gemeinschaften, die du mit anderen Menschen pflegst, the general guideline for the ministry of helps, for the fivefold ministry, die Richtlinie für den Helferdienst und für den fünffältigen Dienst. It's all there. Es ist alles drin. Then they're specific. Und dann gibt's spezifische Dinge. And that's where you have to seek the Lord. Und da ist dann der Platz für das Suchen des Herrn. For instance, the general guideline. Zum Beispiel die generelle Richtlinie. Go ye into all the world. Geht hin in alle Welt. And preach the gospel. Und predigt das Evangelium. So every one of us are to go out there and tell other people about Jesus. Also sollten wir alle, jeder Einzelne, hinausgehen und anderen Menschen von Jesus erzählen. Now, can any person go to all the world? Nun, kann überhaupt irgendjemand wirklich in alle Welt gehen? Could anybody ever do that? Könnte das irgendjemand jemals irgendwie erfüllen? You probably could not go to every city in Germany alone. Du alleine könntest ja noch nicht mal höchstwahrscheinlich zu jeder einzelnen Stadt in Deutschland gehen. In your lifetime. In deiner Lebenszeit. And so that's where the specifics are. Also hier kommen diese spezifischen Dinge. Okay, Father. Nun, Vater. Where do you want me to live? Wo möchtest du denn, dass ich lebe? Where do you want me to go to church? Wo möchtest du, dass ich in die Gemeinde gehe? Where do you want me to go preach the word? Wo möchtest du, dass ich das Wort predige? If God tells you to live where you're living, that's your place to preach. Wenn Gott möchte, dass du lebst, wo du lebst, dann ist das der Ort, wo er auch möchte, dass du predigst. Meaning that you're there and you know that's where you're supposed to be. Was bedeutet, dass du, wenn du weißt, wo du bist, dass du dort auch sein solltest? You got a peace about it inside. Du hast innerlichen Frieden darüber. The grace is there. Die Gnade ist da. Where you know that you know you're in the right place. Wo du weißt, dass du am richtigen Platz bist. But see the difference? Aber seht ihr den Unterschied? We go forward and we see the general. Wir gehen vorwärts und wir sehen das Generelle. By his stripes I'm healed. Durch seine Striemen bin ich geheilt. Well, the healing hasn't manifested. Nun, die Heilung hat sich aber noch nicht manifestiert. I'm healed. Ich bin geheilt. Still hasn't manifested. Es hat sich immer noch nicht manifestiert. Well, in a situation like that, nun, in solch einer Situation, it might be to seek the Lord about some specifics. Könnte es dran sein, dass du den Herrn über spezifische Dinge suchst? I think this was Kenneth Copeland that gave this testimony one time. Ich denke, es war Kenneth Copeland, der einst folgendes Zeugnis gab. He was having problem with headaches. Er hatte Probleme mit Kopfschmerzen. And he was going against it. Und er ging ständig dagegen an. And then the Lord, and then the specifics came up. Und dann kamen aber spezifische Dinge hoch. Stop drinking all that coffee. Und es hieß, hör auf, so viel Kaffee zu trinken. It's not that drinking coffee is a sin. Es ging nicht darum, dass Kaffee trinken eine Sünde ist. But he was drinking many, many cups of coffee every day. Aber er trank wirklich viel zu viele Tassen Kaffee jeden Tag. And this is what was causing the headaches. Und das war das, was seine Kopfschmerzen verursachte. And when he stopped doing that, the headaches stopped. Also, als er dann das aufhörte, hörten auch die Kopfschmerzen auf. You understand this? Versteht ihr das? And so, you know, leading the church. Und die Gemeinde zu leiten. The Lord gave us the details as we went. Und Gott gab uns die Details dafür, als wir vorwärts gingen. In our building project. Hier in unserem Gebäudeprojekt we zum had Beispiel. The leading, we prayed, Lord, send us an electrician. Wir hatten die Leitung und wir beteten dafür, Herr, sende uns einen Elektriker. We had the leading. Wir hatten die Leitung dazu. And we prayed. Und wir beteten. And by the end of the day, we had an electrician. Und am Ende des Tages kam ein Elektriker zu uns.
And we can go on and on with all those testimonies. Und so könnten wir fortfahren mit all diesen Zeugnissen, die da sind. And the Lord helped us to come to the place that we're at now. Und der Herr hat uns geholfen, an diesen Punkt zu kommen, wo wir jetzt gerade stehen. And now we're seeking him about the meetings and the direction and who to invite and all these kind of things. Und jetzt suchen wir den Herrn über die Treffen und die ganzen Dinge, die geschehen sollen und ja, was wir tun sollen. What nations to go to, in welche Nationen wir gehen sollen. The themes for our conferences, die Themen für die Konferenzen and on and on. Und so weiter und so fort. All right, go ahead, Raphael. Naja, ich denke, mir fällt gerade ein Satz ein, den der Marc immer sagt, und es hat mir viel geholfen. Es gibt gute Ideen und es gibt göttliche Ideen. Also, I was just reminded of something that Marc says very often, and it says that there are good ideas and that there are God ideas. Absolut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gerade was den Reisedienst betrifft, wenn ich lese, gehe in alle Welt und predige das Evangelium. Ah ja, ich bin ja sowieso gern auf Reisen, fahre ich mal nach Hawaii und gehe ich mal nach auf die Insel Ischia und dann sehe ich die ganze Welt und dann tue ich das Evangelium predigen. Ich denke, das ist eine gute Idee. And concerning the word that we are supposed to go into all the world and preach the gospel, maybe people start dreaming and say, oh well, it's so nice to travel to Hawaii and to islands and to preach the gospel there and whatever. This is probably only a good idea. Ich meine, und das ist ja nicht so, dass Gott uns nicht gönnt, dass wir die schöne Welt sehen. Also er ist ja nicht nur der mit der Peitsche dasteht, aber er weiß, wo du speziell hingehen sollst. Und er sagt dir vielleicht, geh nach Pakistan. And it's not so that God doesn't want you to enjoy things like that, and he wants you to enjoy things like that. But on the other hand, what's about when God is telling you to travel to Pakistan, for example? Your soul may say, oh no. Oder eben dann vielleicht so ein ganz Mutiger, der sagt, ich gehe jetzt nach Pakistan. Ich denke, da braucht man wirklich die Stimme Gottes, weil das kann ja auch gefährlich sein, ne? Or maybe you're a guy like, you're so brave that you say, well, let's go to Pakistan, super idea. But be careful, it might be dangerous when God is not telling you so to do. Yeah, that's right. Und ich meine, da hast du mehr Erfahrung, du bist mehr gereist, aber ich denke, das ist wirklich wichtig da, wie ich habe zum Beispiel auch, wenn ich einen Eindruck habe, das habe ich auch vom Robert mal gelernt, wenn wo er immer gesagt hat, manchmal weiß ich hundertprozentig, aber manchmal ist es ein Eindruck. Und dann schläft man über diesen Eindruck und dann, oder auch beim Predigen, dann kommt was. Manchmal dann heißt es nach dem Gottesdienst, wenn ein prophetisches Wort oder so, und dann kommt was, und dann warte ich erst mal. And you are more experienced in travel ministry, and you know how to seek the Lord about what is important to do and what not, and what's the plan for right now and what's not. And so, for example, Robert also says that sometimes he has an impression and he's really sure that it was God that gave it to him, and sometimes not. And then I myself, I have a similar situation. I have an impression, and then I have at the same time the impression that it's time to let it develop and to check if it's still there when days go by. And then you know if it was God or not, to really check it and not to trust it at once. Now, when you say check, what do you mean by that? Und wenn du darüber sprichst, dass du es überprüfst, was meinst du damit? Also jetzt zum Beispiel im Gottesdienst, wenn ein Wort kommt, dann bevor, ich meine, ich bin voll des Wortes und ich weiß, zu jedem Ding könnte ich irgendwas dazu sagen. Ne? For example, in the service, when a word is given,
Well, I'm full with the word all the time, but ich check das oft nochmal, und wenn es dann einfach wiederkommt und mich nicht loslässt und immer wieder, dann gebe ich das auch raus. And so when I get a word and I check this out, I really prove it, if it stays with me, if it stays inside, that it will come up on and on and on, and it won't leave me. So you mean it's not something that just comes and you give it out, but it comes and then you check it, and it gets stronger, and you check it, and it gets stronger, and then I know. Mm-hmm. Also meinst du dann quasi, wenn du ein Wort bekommst, dass du es nicht sofort auch so rausgibst, sondern du wartest, du prüfst es, ob es bleibt, ob es stärker wird, ob es wirklich zunimmt und du sicher bist, es ist Gott, der wirklich dringend jetzt was sagen will, und dann gibst du es erst weiter an die Öffentlichkeit. Now that would be in the area like of a word of knowledge or a word of wisdom, of a manifestation of the gift, of the gifts of the Holy Spirit. Okay, but what about in the specific in our ordinary life? Okay, also das betrifft jetzt aber dann diesen Bereich der Geistesgaben von Wort der Erkenntnis und der Weisheit. Aber wie steht's nun mit täglichen Angelegenheiten, wo du Eindrücke bekommst? Naja, manchmal schlafe ich erst noch mal drüber. Mm-hmm. Well, sometimes I sleep a day or a night over it. Und oftmals heißt dann, dass es bestätigt wird durch zwei oder drei Zeugen. Yes. And it also is written that a thing is confirmed by two or three or more witnesses. Und dann ist es so, also immer wieder auf neue begeistern. Dann habe ich eben dieses Wort zum Beispiel. Nächsten Tags ruft mich meinetwegen der Martin an und wir tauschen uns aus, und dann kommt genau das zur Sprache, und dann nehme ich meinetwegen noch ein Buch in die Hand, und da steht wieder genau das drin. Also dann habe ich drei Zeugen quasi. Yeah. So Rafaela said that, for example, I get an impression and I wait till the next day, and then maybe Martin calls up and we speak together, and then we share things, and then it comes up that, wow, that's exactly what I got yesterday. Yeah. That it's really the point, what it is all about. And then, for example, I read a book, and in this very moment, it's the same thing that we talked about and that God was trying to tell me. So there are several witnesses that confirm a thing that God is really wanting, that God really wants to give it to me, that I'm aware of his plan. That brings us to some of the scriptures that I had for tonight. Und das bringt uns jetzt zu einer zu einer Schriftstelle, die ich für heute auch hatte. The word says, das Wort sagt, that in the mouth of two or three witnesses, dass aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen, let every word be established. Lasst jedes Wort gegründet sein, gefunden werden. So it's good to test it. Also ist es wirklich gut, Dinge zu prüfen. Not just to jump. Nicht einfach nur hineinzuspringen. And let's look at some verses. Lasst uns ein paar Schriftstellen anschauen. Okay. First of all, nun zunächst mal our opening verse. Unser Eröffnungsvers, Römer 8, 16. As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Diejenigen, die geleitet sind durch den Heiligen Geist, die sind Gottes Söhne. And then the verses above that. Und dann die Verse, die da oben drüber sind. It says, His Spirit bears witness with our spirit. Da heißt es, dass sein Geist unserem Geist Zeugnis gibt, that we're the children of God. Dass wir die Kinder Gottes sind. So there's a bearing witness. I know I'm a son of God. How many of you guys know you're in the family of God? You just know it inside. Da ist wirklich dieses innere Zeugnis, und wie viele von euch wissen wirklich sicher, dass sie in der Familie Gottes sind, you dass sie Kinder that, Gottes right? sind. You guys know that. Du bist dir wirklich sicher darüber, ihr wisst das. How about sicher. You guys on the internet? You know that, right? You, inside, you know you're a child of God. Wie steht's mit euch im Internet? Ihr wisst doch im Inneren sicher, dass ihr ein Kind Gottes seid. You know it inside. Nobody can tell you you're not. Innerlich bist du dir sicher, du weißt es einfach, und niemand kann dir das Gegenteil sagen. It's settled. Es ist wirklich
gefestigt. All right. Okay. Then let's look at Romans 9. Und dann lasst uns Römer 9 anschauen. And verse 1. Und Vers 1. Notice what that says. Bemerkt, was hier steht. And maybe you guys can read it. Und vielleicht könnt ihr es lesen. I wrote this down, but I got some pages of my Bible missing. Ich habe das niedergeschrieben, aber ein paar Seiten fehlen mir in meiner Bibel. Somebody read that. I know it talks about my spirit bears witness with me and the Holy Ghost. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist. Now think about that. There it is. It's the Holy Spirit working with your human spirit. Denk darüber nach. Es ist der Heilige Geist, der zusammenwirkt mit deinem menschlichen Geist. It's a bearing witness, you like inside. Yeah, that's right. Es ist wirklich dieses tiefe innere Zeugnis, wo du sicher bist, ja, so ist es. Or, no, that's not right. Oder vielleicht, nein, das ist nicht so richtig. I remember one time I was in a service here in Germany. Ich erinnere mich, ich war einst mal hier in einem Gottesdienst in Deutschland. There was a guy given a prophetic, so-called prophetic word. Da war jemand, der hat ein sogenanntes prophetisches Wort gegeben. And this is it, right in the beginning when I didn't know German like I know now. Und es war am Anfang, als ich der deutschen Sprache noch nicht so mächtig war wie jetzt. But inside, no. Aber innerlich hatte ich schon dieses nein, das kann nicht stimmen. And then I found out afterward. Und dann habe ich hinterher herausgefunden. And it was corrected, it had to be. Und es wurde auch korrigiert und es musste auch korrigiert werden. This guy stood up and said, you're like such and such and God's gonna take you on the inside and spit you out. Und dieser selbsternannte Prophet, der stand auf und hat zu jemandem gesprochen, du bist der und jener und Gott wird dich hineinnehmen, aber wieder ausspucken. And inside, no, that's not right. Aber innerlich wusste ich sofort, nein, das kann nicht sein, das ist Krampf. And daily we're faced with, yeah, that's right, and no, that's not, just like right before we came in, talking to the, no, that's not right. Und täglich sind wir konfrontiert mit Situationen wie diesen, wo du entweder weißt, ja, genau, absolut richtig, oder nein, kann nicht sein. Genauso wie vorhin, wo wir eine Situation hatten, wo wir sofort wussten, nein, das ist nicht die Wahrheit. But at the same time we didn't attack him. Aber zur selben Zeit haben wir diese Person nicht sofort attackiert. Ich bin in der Liebe geblieben und habe einfach in Liebe geantwortet und darüber aufgeklärt, wie wichtig es ist, in einer gesunden Gemeinde Gottes zu sein. But if I'd been standing there and we didn't have to come back, you know, right now, I'm sure I would have been standing there and having a lot of no, that's not right. Und zur selben Zeit war es auch nicht so, dass ich einfach stehen blieb und mir ständig anhören musste, was dieser Mann sagte. Und wo ich ständig dann ein inneres Nein gehabt hätte. Denn ich weiß das Wort Gottes und ich kenne den Heiligen Geist. Er gibt mir Zeugnis in meinem Inneren. Alright, go ahead, Rafi. Ja, ich habe gerade dran gedacht, das ist auch so schön, weil dich eigentlich, ich nenne jetzt mal das so, es kann dich keiner verarschen. and I just thought about that no one is able to link you. Und no, es gibt oft auch Leute, da klingt es sehr fromm und klingt auch mit dem Wort Gottes sehr heilig und fromm, aber du weißt oft, dass da was nicht stimmt. Genauso habe ich das oft erlebt. Yeah. And maybe there are people coming up to you and they tell you something and on the outside it sounds really nice and even holy or spiritual or something, but inside you know no, that's that's not right. Something's wrong about that. And ja, und ich habe das oft erlebt und das kann der Jeremy bezeugen, dass mir der Heilige Geist oft gesagt hat, so und so, also man kann Gott nicht belügen oder Gott nicht irgendwie, sondern man weiß einfach alles. Und die Tage bin ich zum Beispiel mal. and so that I experienced many things like that and Jeremy can confirm this, that
through the Holy Spirit that witnesses to you in your inside, you know what's right and wrong, and it's a fact that God can't be deceived. Auch die Tage, da laufe ich mit dem Hund so vorbei und dann bin ich an der Tür und dann wusste ich, ich wusste es einfach, da war eine innere Stimme, die sagt, da kommt jetzt ein ganz großer Hund raus. Und dann bin ich schnell weiter und dann hinter mir geht die Tür auf und dann geht so ein großer Hund raus. And these days I walked by a door and I had suddenly the impression inside that there will show up a big dog, and I was walking with Paul and I just walked by the door and suddenly behind me a door opened and this big dog came out. Und mit David habe ich das auch oft, wie wir auch zusammengearbeitet haben, oder einmal hat er David gebetet, dass er eine Uhr, weil er eine Uhr brauchte, und wir haben nicht geredet und Gott sagt mir, kauf dem David eine Uhr oder bring ihm jetzt ein Wasser vorbei. Und dann sagt er, gerade wollte ich mir ein Wasser holen. Also auch die Verbindung untereinander, wo es heißt, dass wir all mit denen verbunden sind, die Gott lieben, und ja, und dass wir eben da die Stimme hören. And when we are connected with each other, that we know each other, and for example with David, we worked together, but we didn't speak much together. And in the background, David was praying about a new watch, and suddenly in me, also in Raffaella, came up the impression, buy a watch for David. Oh man. Or for example, give him something to drink, and he was just thinking and praying about, Lord, I need something to drink. So you see that when you are connected with the people that you love, that you are connected in the Lord, that things like that happen, that the Holy Spirit will lead you into those areas. Today, same. Or heute, heute dasselbe. I had it real strong today, get those airplane tickets for Christmas. Ich habe heute wirklich ganz stark aufs Herz bekommen, besorg dir jetzt diese Flugzeugtickets für Weihnachten. And I've learned. Und ich habe gelernt, because I do a lot of flying, or denn ich fliege ja sehr viel. The Lord knows where the best deals are. Der Herr weiß, wo die besten Flugtickets, Käufe sind, that's oder die Abschlüsse. Das ist das eine. And there's times I haven't obeyed that. Und es gab Zeiten, wo ich solchen Eindrücken aber nicht gehorsam war. Und dann später, nachdem ich gewartet habe, hat es mich viel mehr gekostet. Im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als ich den Eindruck bekam, kauf's jetzt. Und heute ging ich online. I called somebody. Ich habe jemanden angerufen. And I got the best prices. Und ich habe den besten Preis bekommen. And I'm so glad for the leading of the Lord. Und ich bin so froh über die Leitung des Heiligen Geistes. He will help us in every area. Er wird uns wirklich in jedem Lebensbereich helfen. I wasn't round about going to Uganda in January. Aber ich war noch nicht ganz sicher über den Uganda-Trip im Januar. But I know we're supposed to go. Aber ich weiß, wir sollen gehen. But I had a leading, I need to go back to America to see my family. Aber ich hatte wirklich eine starke Leitung dafür, dass ich zurück nach Amerika gehen soll, um meine Familie zu sehen. And I haven't, 'cause I haven't been there for a year and a half. Denn ich war dort ja seit eineinhalb Jahren nicht mehr. And so I stopped the conference in Uganda, or the crusade in Uganda for right now. Also habe ich diese Evangelisation in Uganda für jetzt gestoppt. Got a hold of the people. Und ich habe die Leute kontaktiert. And now we're planning for a different time, and this feels much better inside. Mhm. Und jetzt planen wir für einen anderen Zeitraum, und das fühlt sich innerlich jetzt viel besser an. And this is what we go by. Und danach gehen wir. What's bearing witness inside? God will lead us. Was gibt uns wirklich dieses sichere innere Zeugnis, wie Gott uns leiten will? He wants us to have the best. Er will, dass wir das Beste haben. Amen. Amen. Also ich kann mich erinnern, als ich ganz jung war im Glauben, da musste ich eine neue Wohnung haben. I was reminded of my
earlier years I needed an apartment. When she und was early saved. Ja. Und ach so, errettet oder ja. Nur jünger? Ja, nein, jünger im Glauben. Ach so, einfach. Okay. Ja. Mhm. Und dann habe ich gebetet für eine Wohnung. And I prayed for an apartment. Mhm. Und dann kam jemand und hat mir eine Wohnung angeboten. And someone showed up and yeah. offered me an apartment. Und dann habe ich gedacht, oh ja, ich habe gebetet und das kommt jetzt meine Gebetsantwort. Uh-huh. And I was so excited and I thought, I prayed and this is the answer. Und dann bin ich da eingezogen. And I moved in. Gott hat das Beste draus gemacht. God made the best of it. Aber als ich dann gemerkt habe, das war nicht Gottes Weg. But when I realized it wasn't God's way for hat me. Hat mir eine Schwester im Glauben gesagt, ja, hast du denn dann auch gefragt, ob das, also es kam halt so, ne, ich habe gebetet und dann kam das angeflogen und dann sage ich so, das muss ja Gott sein. A sister in the Lord told me or asked me, have you asked the Lord about this? And I said, well, I prayed, it showed up and then I thought it was the answer and I jumped in. Und aus diesen Fehler habe ich viel gelernt. And so from this mistake I learned a lot. Yeah. Wenn dann eben eine Gebetsantwort, die ich mir erhofft habe, kommt, dann frage ich trotzdem erstmal, Vater, ist das dein Wille? Mm-hmm. So when I pray and it seems so that the answer has come, I first ask the Lord about it, if it's really you. God yeah. that is giving me the answer. Und naja, End vom Lied war, dann habe ich gesagt, Herr, wenn ich hier wieder raus soll, dann mach einen Weg. Und ein paar Tage später kommt die Vermieterin und sagt, ich muss Ihnen leider kündigen. So the end of the story was that I asked God or I told him, if you want me to come out of this, then make a way for me to get out of this apartment. And so the result was, some days later, the owner of this apartment told me, I'm sorry, but you have to move out again. Und das möchte ich einfach, dass du das wirklich lernst, wenn du gebetet hast, test es erstmal. Manchmal habe ich zum Beispiel, auch in der Partnerwahl zum Beispiel, also. And so, I really encourage you, When you need answers for something and you prayed, ask the Lord about the answer that came. And especially in the choice you have to make for a partner, finding a mate. Finding a mate, it's really important to ask the Lord about that. Da habe ich, ich meine, das ist ja normal, ne, dass jeder gern jemanden hätte. Und als ich dann ja, im Glauben, dann habe ich gebetet auch für einen Mann und dann kommt jemand daher, was mir auch gefallen hätte vielleicht und dann habe ich gesagt, hä, wenn der mir nicht gut tut, du weißt es, dann schick den aus meinem Leben weg. And so, of course, it's natural that you have the desire to have a husband or a wife, and I myself, I prayed, for example, for a husband. Then someone showed up, and it in the outside it looked nice. But I told the Lord, if it's from you, it's okay. But if not, then make it sure that this guy will leave me again. Und dann weg war er. And suddenly he was gone. Dann habe ich wieder gedacht, vielleicht irgendwie. Wieder und einfach das dem Herrn anbefohlen und gesagt, Herr, wenn der von dir ist, wenn nicht, dann, und dann war der im, also, und das ist so einfach, wenn man mit dem Herrn redet, so einfach. And again, same situation, another guy showed up and I asked the Lord about him and same deal, suddenly he was gone. And so simple is it when you are really. But what if he wasn't gone, but you didn't have a good feel here? But, also, ja, aber was ist denn jetzt in dem Fall, wenn jemand nicht verschwindet, aber du hast innerlich kein gutes Zeugnis darüber, keinen Frieden?
Because that's the other Bei side. Mir hat's immer geklappt. Denn das ist ja die andere Seite. No, where Rafaela said, with me it worked all the time that right, day. But see, that's the other side. Because some, because the, because we can get back into being led by what happens mm-hmm. and okay. whether or not that is of God's will. Sometimes mm-hmm. it doesn't look like it's the right thing, but it is. Sometimes it looks like the right thing, but it's not. And okay. that's why we have to mm-hmm. always go by inside. Okay. Nun, jetzt haben ja wir die Situation, dass wir nicht danach gehen können, was äußerlich dann passiert, wenn man den Herrn fragt, sondern wenn die Situation so ist, dass es im Äußeren vielleicht gut ausschaut, innerlich aber ein negatives Zeugnis da ist, oder du hast innerlich ein gutes Zeugnis und im Äußeren schaut es negativ aus, nach was gehst du dann? Es ist immer wichtig, dass du nach dem gehst, was du innerlich hast. Dass du es im Inneren prüfst. Ich glaube, das ist einfach... für die Gereifteren, die unterscheiden können, ist es jetzt mein Gefühl mhm. oder ist es Gott. Mhm. Aber in der Babyphase, glaube ich, right. beschützt Gott einen hey, viel mehr right. Und antwortet eben solche mhm. Gebete, wo, mhm. wo du sagst, wenn das nicht von Gott ist, dann oder mit der Wohnung zum Beispiel. Mhm. Weil ich sag mal, für mich, die Wohnung hat toll ausgeschaut, mhm. ich hatte ein gutes Gefühl, mhm. aber mehr in der Seele als im Bauch. Aber ich konnte diesen Unterschied nicht mhm. als ganz brandneugläubige. Ja. Und deswegen wusste ich aber immer, ich kann mich auf den Herrn verlassen. Wenn ich gebetet habe, dann hilft er mir auch. Mhm. Also, mhm. Yeah. I think to really be led by the inside voice, it's for the mature Christians. That really are developed by in the experience of the mm-hmm. Holy Spirit, and that there are that they really know the Word of God. Mm-hmm. But when you are a new believer and you are new in the Word, God protects you by in your decisions, and He knows where you stand. And I had the situation that I could trust the Lord that He made the best for me. The thing is, if you go to the Book of John. First John. Ja, der Punkt ist, wenn du in den Johannesbrief gehst, erster Johannesbrief, the first place you start, da ist der Anfang, wo du beginnst, is the bearing witness you know you're a son, a daughter of God. Du weißt zum Beispiel, dass du ein Sohn Gottes bist. Das ist ein inneres Zeugnis. Das steht am Anfang. You know it inside. Du weißt es innerlich. You hear the word and you know. Du hörst das Wort und du weißt es einfach. You're in God's family. Du bist in Gottes Familie. And then in 1 John. Und dann im ersten Johannesbrief. Let me find the verses here. Lasst mich die Verse finden. You guys can talk for a little bit if you want to. Ihr könnt euch unterhalten, wenn ihr möchtet. Wenig. Somebody just came in, so. Jemand kam gerade rein. well, like in come on, I'm looking here. Yeah, here it is. Okay, in verse 20. In Vers 20 of chapter 2. Im zweiten Kapitel. It's and Paul, I mean John is writing this to new believers. Und Johannes schreibt das hier zu neuen Gläubigen. And these are believers that are being deceived by false teachers. Und das sind Gläubige, die verführt wurden, getäuscht wurden durch falsche Lehrer. And he tells them. Und er sagt zu ihnen. Learn to check on the inside. Lernt Dinge im Inneren zu überprüfen. And your inside will tell you whether or not what you're being taught is right. Und dein Inneres wird dir erkennen lassen, dass ob das, was dir gelehrt wurde, die Wahrheit ist oder nicht. So even a new believer can learn this. Also sogar ein neuer Gläubiger by kann das lernen. Checking on the inside. Indem er im Inneren das überprüft. Does this seem good? Erscheint das gut? Do I have a freedom inside? Habe ich innerlich eine Freiheit dafür? Paul said it seemed good to me in the Holy Ghost. Paulus sagte zum Beispiel, es schien dem Heiligen Geist und mir gut zu sein. Okay, in verse 20 it says, but you have an unction from the Holy One and you know all things.
Und nun heißt es im Vers 20, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist. And then in verse 27, und dann im Vers 27, but the anointing which you have received of him abideth in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, even as it hath taught you, you shall abide in him. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und zu wem spricht er hier? Geht in den nächsten Vers. And now, little children. Und nun, ihr kleinen Kinder. He's talking to new believers. Er spricht zu neuen Gläubigen. That's something to learn. Das ist etwas zu lernen. It's one of the most important things that everybody can learn. Es ist eine der wichtigsten Dinge, die jeder lernen kann. To check on the inside. Dinge im Inneren zu überprüfen. Okay, the other thing is, okay, das andere ist, when we're baptized with the Holy Spirit, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist empfangen, and we speak with other tongues, und wir in anderen Sprachen sprechen, this, neuen Sprachen sprechen, this helps us, dann hilft uns das, to be sensitive, sensibel zu werden, more sensitive, empfindsamer zu werden, to hear from God. Gegenüber Gottes Stimme, die zu uns redet. I want to read something that Brother Hagen wrote. Ich möchte euch etwas vorlesen, was Bruder Hagen einst schrieb. And he is using 1 Corinthians 14, 13. Und er benutzt 1. Korinther 13, Vers 14. Where it talks about praying with the Holy Spirit, praying with the understanding. Wo es darum geht, im Heiligen Geist zu beten und im Verstand zu beten. And listen to what Brother Hagen wrote in his book, How to be Led by the Holy Spirit. Und hört zu, was Bruder Hagen in seinem Buch geschrieben hat. Which book? How to be Led by the Holy Spirit. Ach so, das Buch, wie man durch den Heiligen Geist geleitet wird. He says, most of the time, er sagt, meistens, just while I am praying in tongues, so wie ich im Geist bete, from somewhere way down inside, kommt von irgendwo tief innen drin, I can sense something rise up in me. Kann ich spüren, wie etwas in mir aufsteigt und hochkommt. It begins to take shape and form. Es beginnt Gestalt anzunehmen. He sees it. Er sieht das wirklich. It comes up. Es kommt hoch, es steigt auf. Okay. When we pray in tongues, wenn wir in Zungen beten, the Bible says that the Holy Spirit is searching the deep things. Dann sagt die Schrift, dass der Heilige Geist die Tiefen Gottes erforscht. He's searching down in your human spirit. Und er forscht auch tief in deinem menschlichen Geist. To bring forth what God has planned for your life. Um hervorzubringen, was Gott für dein Leben geplant and hat. So when you pray in tongues, also wenn du in Zungen betest, I like to think of this as a bucker. Dann mag ich es, dieses Bild zu haben, dass es wie so ein like a backhoe. Ja, wie so ein Bagger ist, der tief reingräbt. The Holy Spirit is digging to find. Der Heilige Geist buddelt tief rein, um Dinge hervorzuschürfen. And then, oh, he finds it. Und dann plötzlich, er hat's und bringt's hoch. Wow. Interesting, isn't it? Das ist doch interessant, nicht wahr? Martin was telling me that all of Nuremberg was the traffic was all stopped today in the city. Martin hat mir heute gesagt, dass heute in Nürnberg der Verkehr angehalten wurde oder die Stadt gesperrt wurde. Of course they, am Bahnhof, am Hauptbahnhof. They found something. Weil sie etwas gefunden haben. They found a bomb from World War II. Sie haben eine Fliegerbombe gefunden, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg war. And they stopped all the traffic and brought in these buggers to dig this thing out. Und sie haben also mit dem Bagger darum geschürft und dann haben sie den Verkehr gesperrt und die Leute evakuiert. To remove it. Ja, und haben die Bombe hochgeholt und entschärft. Of course, that's not what the Holy Spirit does, but he's digging. He's digging for the will of God to come forth, where we can see it and know it. Und so wirkt auch der Heilige Geist. Er gräbt rein, holt die Dinge hoch. Und dann sehen wir, für was die Dinge sind. And then walk in it. Und dann wandeln wir darin, was wir sehen, was Amen. Wir finden. Amen. Yeah, go ahead.
Also ich habe noch eine Schriftstelle am Herzen. I have a scripture on my heart. Und zwar finden wir das im Johannes 5. It's in the Gospel of John, chapter 5. Und im Vers 17 fängt es an. Jesus antwortete ihnen und sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. That's a good verse. And it's written, Jesus answered, my Father is working until now and I'm also working. Und dann, darum suchen sie, ich lese das jetzt einfach nur in Deutsch, die in Amerika können das selber lesen, Vers 18, darum suchen die Juden nun doch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, wobei er sich selbst Gott gleich machte. Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, und das wahrlich, wahrlich, das ist so, also das ist wirklich wichtig jetzt, was ich höre, yeah, gut zu. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und da haben wir eigentlich dieses, was wir gerade geredet haben, sondern dieses Innere, der Vater lebte in ihm und er tat es, was der Vater getan hat. Yes. Woher wusste er auch wieder? Durch die Schriften und weiter. Das, jetzt überspringe ich noch ein bisschen. Und im Vers 24 wieder, wahrlich, wahrlich, also ganz wichtig, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. 25, nochmal wahrlich, 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 ich sage euch, die Stunde kommt, und es war ja prophetisch gesprochen, und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, werden leben. Wow, 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 that's good. Und da geht es jetzt, jetzt nicht um die Toten im Grab, sondern die Bibel sagt von uns auch, dass der Sohn Gottes für alle gestorben ist, aber welche, die leben. Mm-hmm. Also es gibt lebendig Tote, wo Jesus auch sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Yeah, give as much as you can, Martin. You don't have to read the whole thing, but maybe just the points. Also im Korintherbrief steht, also hier geht's nicht um die Toten im Grab. Rafaela read from John 5, from verse 17 on until down to verse 25. Down to verse 25, and she pointed out that it is about spiritual dead people. Mm-hmm. That when Jesus spoke to them the words of life, that people realized that this is really life in the word that he's speaking, mm-hmm. and by this hearing, they received life. Yeah. So it's not about natural dead people that hear; it's about people that came to know God's voice by the words that Jesus was speaking to them. And in it was life, and they received it. Mm-hmm. Im Korintherbrief findet man das, wo er eben sagt, dass die, welche die leben, also Jesus ist gestorben für die ganze Welt, aber die, welche die leben, also da finden wir auch wieder, es leben nicht alle. Mm-hmm. And it's also written in Corinthians, where it says that Jesus died for everyone, but for those that really live. Und da ist es eben, die leben. Also and really it means that only those that really live, that means that they are not spiritual dead. Und es heißt, die Toten
die Toten, die Jesus noch nicht empfangen haben, die lebendigen Toten, die hören die Stimme. And those that are yet unsaved, so and a spiritual dead, mm-hmm. because they didn't receive Jesus yet. Die hören die Stimme des Sohnes Gottes, werden sie hören und sie werden leben. They shall hear the voice of the Son of God and receive life. So, und wie hören sie denn die Stimme? So durch, how do they hear the voice of God? Durch uns. Through yeah. us. That's Wo right. lebt Gott? Where Gott is, in uns. Die Hoffnung man. Der Herrlichkeit. Where does God live? Christ und, in us. The und hope wenn, of glory wenn in wir us. Unseren Mund nicht aufmachen, dann werden sie es auch nicht hören. Mm-hmm. Aber preis dem Herrn, wir sind Botschafter an Christi That's Stadt. Right. And if we don't open up our mouth, yeah. they won't hear this voice of That's God. Right. And so we are ambassadors. We are Christ's ambassadors. Bring the message. Amen. And we bring them the message. Und bringen die Menschen zum Leben. Yeah. And we bring, by doing so, people to life. And think about it. Ja, und denk drüber During nach. During Jesus' time, zur Zeit Jesu, the people, it says that the people were astonished at his word. Da heißt es, dass die Leute wirklich erstaunt, erschüttert waren über seine Worte. And then when the disciples went out, the apostles went out and preached. Und dann, als seine Jünger und die Apostel hinausgingen und gepredigt thing. Haben, war es genauso. They were astonished. Sie waren erstaunt. Why? Warum? Because there was, this wasn't just talk. Weil es nicht nur Gerede war. God was speaking his voice through them. Sondern Gott sprach in seiner Stimme durch sie. And there's life in that. Und da war Leben drin. And that's why, it says that my words are spirit and they're life. Und deswegen heißt es auch vom Herrn, dass meine Worte Geist und Leben sind. There's an old English word, it means quicken. Da gibt's ein altes englisches Wort und es bedeutet wirklich, ja, erfrischen. And that stärken. Means something just it like comes alive. Und es bedeutet tatsächlich in der Tiefe, etwas wird buchstäblich That's lebendig. What happens with revelation. Whoa. Das ist so, wenn du Offenbarung bekommst. When you got revelation, you just heard from God. Wenn du wirklich Offenbarung empfängst, dann hast du direkt von Gott gehört. When you're seeking him about a decision, then all of a sudden you see it and you check it and yeah, yeah. Und wenn du den Herrn über eine Entscheidung suchst und du empfängst seine Antwort und du merkst auf einmal, ja, das ist es. Amen. Well, we got a lot yet, but man, this has been great. Nun, wir haben noch viel. Es ist so großartig. But I think we've given enough for tonight. Aber ich denke, für heute haben wir genug gegeben. Mm-hmm. So, how many of you has this helped you tonight? Also, wie vielen von euch wurde heute geholfen? I know the people here, they're real thankful. Ich weiß, dass die Leute hier vor Ort wirklich dankbar sind. And I believe you are on the internet as well. It's Und ich glaube, das genauso auch für euch am Internet. Es war großartig. So, praise God. Preist dem Herrn. Father, we just thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend. For again the opportunity that we've had. Für diese Gelegenheit, die wir wieder hatten, to be able to share these things. Ja, diese Dinge zu teilen. And Lord, it's one of the most important things that we could learn in our life. Und Herr, es ist eins der wichtigsten Dinge, die wir in unserem Leben lernen können. Is how to be led by you. Ja, wirklich, wie wir durch dich geleitet werden. And Lord, I think that about this that there's so many people right now. They need direction. They Even Christians, Father, frustrated because they don't know for sure what to do. Und Herr, ich weiß, das sind so viele Leute und auch Christen, sie brauchen Wegweisung und wirklich Antworten und so viele sind aber frustriert. But Father, you show us. Aber Vater, du zeigst uns. And Lord, we pray, we've been able to help people. Und Herr, wir beten und wir können Leuten helfen. Through what we've been able to give. Doch das, was wir geben konnten, was du durch uns gegeben hast. We thank you, Father, und wir danken dir dafür, Vater, for your word, für dein Wort, that is our foundation, das unser Fundament ist, and your Holy Spirit that regularly guides us.
Und für dich, Heiliger Geist, der du uns regelmäßig leitest. Quickening your word. Dass du dein Wort in uns lebendig machst. Bearing witness those things that are of you. Und dass du diese Dinge in uns zum Zeugnis werden lässt, die von dir sind. Thank you, Holy Spirit. Danke, Heiliger Geist, for leading us. Dass du uns leitest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Praise God. Well, we'll go ahead and receive our giving tonight. Preist dem Herrn. Nun, wir fahren fort und sammeln die Gaben für heute ein. Yeah, Jeremy just put the internet site link on. Yeah, super. Anita, we're glad you got to be with us too. Anita, wir sind froh, dass du auch mit dabei sein konntest. And you have a great day tomorrow. Und du hast morgen einen großartigen Tag. And God leads you at your work. Und Gott führt dich in deiner Arbeit. Amen. Halleluja. There's some books I want to recommend. Das sind ein paar Bücher, die ich euch ans Herz legen möchte. This one here is called How to Know the Will of God. Das hier ist mit dem Titel Wie ich den Willen Gottes erkennen kann. It's a super book. Das ist ein super Buch. This one here is on the three parts of man. Das hier ist über die drei Teile des Menschen. Helga, she said, yeah, it's a great book. She Helga just got hat gesagt, it. Ja, das ist großartig. Sie hat's This is brand new. We just got this today. Das hier ist brandneu, wir haben es erst heute bekommen. The gifts of the Spirit. Die Gaben des Geistes. This is a great book. I have this in English. Das ist ein großartiges Buch und ich habe es in der englischen Version. This one here is I believe in visions. Das hier ist ich glaube an Visionen. It's also a wonderful, wonderful book. Es ist ein wunderbares Buch. And then here's something important, and it goes along with what we talked about tonight too. Und dann hier ist noch eins, das ist auch wichtig und das geht einher mit dem, was wir heute gesprochen haben. And this is about renewing your mind. Und das geht darum, deine Sinne zu erneuern. And it's a great book. Und das ist ein großartiges Buch. Darf ich auch noch was empfehlen? Yes. Raffaella wants to recommend something too. Ich habe es jetzt nicht hierher gebracht, aber ich habe jetzt die Woche zwei Bücher, also von den beiden Büchern jeweils mehrere bekommen. Von Matthias Jordan. Das ist ein, weil wir haben hier immer so viele amerikanische und die sind auch sehr gut. Mhm. Aber ich möchte einen deutschen Lehrer empfehlen, Matthias Jordan, der Kassel, glaube ich, oder so. Ist ein, für mich ein wunderbarer Pastor. Yeah. Und er hat zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Die Herrlichkeit Gottes und das andere heißt Das neue Leben. Und das sind, ich habe sie beide gelesen, fantastische Bücher. Gerade auch als neuer Gläubiger. Dürfte auch gern bei uns bestellen am Internet. Das möchte ich empfehlen. Und wirklich, alles, was drin steht, kann ich sagen, ja, ja, ja. Yeah. Amen. Amen. Martin, pray over this giving tonight. Hallelujah. I want to say something that it's not the time. Also, can you correct this? Okay. Mm-hmm. Yeah, go ahead, Raphael. You can say it. You can correct. Also, wir haben jetzt einen kleinen Fehler da reingeschrieben. Da heißt, ihr könnt über die Seite bezahlen. Also bezahlen müsst ihr hier gar nichts, sondern ihr dürft geben. Yeah. Okay, war ein kleiner Fehler. Yeah, yeah. Jeremy did a good job. Yeah, Jeremy did a good job. He just got one word wrong. He did a great job with the scriptures and everything. So, but yeah, thanks. Ja, ich will bloß den Leuten sagen, dass sie nichts bezahlen right. müssen, ne? Amen. Yeah, go ahead, Mark. Okay. Halleluja. Halleluja. Heavenly Father,
Thank you in the name of Jesus. Himmlischer Vater, wir danken dir im Namen von Jesus. For this money. Für dieses Geld. Because you use it for the building up your kingdom. Weil du gebrauchst es, um dein Königreich weiterzubauen. That the gospel of Jesus is spread all over the world. Dass das Evangelium die ganze Welt hinausgeht. Das Evangelium von Jesus Christus. And I thank you because you are the faithful God. Und ich danke dir, weil du bist der treue Gott. That you confirm your word. Der sein Wort bestätigt. By bringing increase in the finances of the believers. Und Zuwachs bringt in den Finanzen der Gläubigen. Because you can't lie. Weil du kannst ja gar nicht lügen. And you said. Und du sagst. That you will bring back what. According to the seed that people put in the ground. Dass du zurückbringen wirst gemäß des Samens, der in den Boden gelegt wurde. There will be harvest. Und da wird eine Ernte sein. And I thank you for it, Father. Und dafür danken wir dir, Vater. And I thank you for yes. The joy that is within it. Und wir danken dir dafür, dass da die Freude mit da drin ist. The joy to give. Die Freude zu geben, the joy to receive, und die Freude zu empfangen, and to have fellowship in all of this, und auch Gemeinschaft zu haben in all dem. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 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 Wow. Praise God. Does anybody have something that they need prayer for? Mm-hmm. Preist dem Herrn. Ist da jemand, der ein Gebetsanliegen hat? Die Helga wollte. Okay. Sie hat an ihrem Kiefer. Ja. Yeah. Das ist noch Auswirkungen von der besiegten Krankheit. Okay. Und zwar kommt da die Kieferknochen. Ne? Kieferknochen oh, yeah, okay, immer okay. durch. Okay. Und da ist die Gefahr, dass das mit Bakterien. Jetzt hat der Doktor gesagt, dass der da rumschneiden und schleifen und das will sie eigentlich nicht. Sie hat genug hinter sich, sie glaubt an dem, was Jesus gemacht hat, yeah. aber dass wir gemeinsam dafür beten yeah. werden. You know, this is what's great about this with Helga. Und das ist so großartig mit yeah, it's okay, dead man. Was mit Helga ist. Step by step, Schritt für Schritt. All this stuff is gone. Der ganze Schrott geht. The devil tried to take this woman out. Der Teufel hat versucht, diese Frau auszuschalten. But she got saved. Aber sie wurde errettet. And we've had one healing testimony after another. Und wir hatten ein Heilungszeugnis nach dem anderen. Last week she ate the first chocolate she's eaten for Letzte Woche hat sie die erste Schokolade gegessen, die sie seit langer Because Zeit. The saliva needed to come back. Weil der Speichel kommt wieder zurück. A few weeks ago, a couple weeks ago, she got healed where she could eat with us. Und vor ein paar Wochen da wurde sie geheilt, dass sie auch wieder mit uns essen konnte. And all these things were taken from her. Und alles war weggenommen But von ihr. But now all these things are coming back. Aber Hallelujah. Stück für Stück kommt alles zurück. And so now the jaw. Und jetzt beten wir fürs Zahnfleisch. Amen. Raphaela, why don't you go lay hands on her? Ich gehe jetzt mal und leg die Hände auf. And those of you on the internet, you go ahead and stretch your hands forth toward Helga too. Und ihr, yep. Und ihr im Internet streckt auch eure Hände aus zu Helga hin. In the name of Jesus, we speak to the jaw, speak to the bones. By the stripes of Jesus Christ, you are completely healed. Completely new with your jaw. All the infection, all the bad bacteria. You must go.
In Jesus' name. Hallelujah. Whoa. Thank you, Lord. And Father, we thank you. Jesus, Kobo Stacy and the Barakaya Provost. Yes, and we just speak brand new teeth in Jesus' name. Everything new. Just like what you did with Hilda. Thank you, Lord, for a wonder in this body. Hallelujah. Yes. Amen. Wow, hallelujah. Shandara barakastaya de kadabarastaya. Koda barakastaya de kadiana de barastaya. Kadabarakastaya. Okay, with Karina. Karina, is this a noia sahe? Karina, you put your hands on your body right now. This is somebody that was diagnosed. Am I understanding this right? That she was diagnosed with cancer. She has, yeah, cancer. Yeah. And again, chemo, she said she don't want it because that's not good. Yeah, I understand. Okay. Karina, put your hand on your body. All right, all of you on the internet, you stretch your hands forth. Stretch your hands forth toward your screen like you're a... What? This is somebody by the name of Karina that has been diagnosed with Karina, cancer. Kannst du mir noch sagen, kannst du uns noch sagen, wo? Also ich mache das immer so, dass ich mir im Geist vorstelle, wo ich meine Hand drauf lege. So, mm-hmm. Was für eine Art Krebs? Maybe you give us an idea where they've diagnosed the cancer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ko borosto sofo konde sti anda barakaya. Kedi anda da barastoya vongo boro kastai. Okay, upper bow. Okay, in Karina's the upper part of her stomach. There's been a tumor there. All right, Karina, put your hand there. Also im Oberbauch offener Tumor, mittlerweile Metastasen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we stretch our hands forward toward Karina right now. You got to translate. Wir strecken die Hände aus zu Karina genau jetzt. And we curse this cancerous tumor. Wir verfluchen diesen Krebstumor. We command this tumor right now to die in Jesus' name. Wir befehlen diesen Tumor zu sterben. Speak death to that tumor in Jesus' Tod name. Zu diesem Tumor. We command you to leave her body. Wir befehlen, diesen Körper zu verlassen. In the name of Jesus. Im Namen von Jesus. We command you to be healed right now. Wir befehlen dir, geheilt zu sein, genau jetzt. We command the healing power of God to go into that tumor and knock it out in Wir Jesus' befehlen, name. Der Heilungskraft zu fließen, genau jetzt, im Namen von Jesus. We curse it. Wir verfluchen es. Out of your body. Raus aus deinem Körper. We go against any spirit that would be behind this in Jesus' Wir name. We command gegen you to Geist, leave her body right now. Out! Wir gehen gegen jeden Geist, der da dahinter steckt, und wir befehlen dir, raus aus diesem Körper.
Jesus name. In Jesu mächtigen Namen. Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. The name of Jesus. The bravo custis. Im Namen Jesus von Jesus. Name. Vollkommen frei. Vollkommen frei. Vollkommen geheilt jetzt. Vollkommen geheilt jetzt. From the top of your head to the soles of your feet, you're completely healed. Vom Kopf bis zum Fuß bist du geheilt in den Wunden von Jesus Christus. Hallelujah, Jesus name. In Jesu mächtigen Namen. Jesus name. In Jesu Namen. Sianda da boste savango bodileke di anda barasto bravastia. Hallelujah, thank you, Lord. Whoa. Thank you, Lord. Thank you. Jesus name. Jesus name. Hallelujah. 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 Jesus name. Jesus name. Vollkommen frei. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I want to pray for Rainer too. Okay. Ich möchte für den Rainer auch beten. Das ist ein alter Bekannter von mir. Und ich habe die Tage gehört, dass er eben nicht gut gehen soll. Und ich habe ihn gestern angerufen. Da steckt auch ein kleines Zeugnis drin, das erzähle ich kurz. Als ich ihn angerufen habe, dann hat er gesagt, wow, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und ich dachte, du bist tot. Mhm. Weil er ist Krankenpfleger und er wusste, wie es mit mir damals war, aussichtslos. When, right, yeah, when you und were sick. Da steckt schon ein Zeugnis drin. Jetzt, er war eben Krankenpfleger auf der Krebsstation und er hat Bauchspeicheldrüsen, Leberkrebs und also der ganze Körper. Die Ärzte wundern sich, dass er überhaupt noch lebt. Ist 48 Jahre alt und heißt Rainer. Mhm. Ich habe ihn, so ein bisschen... Es ist schwierig für ihn zu glauben, weil er halt das alles auf den Krebsstationen erlebt hat. Und er hat gesagt, ich ende im Hospital, in dem Kühlschrank. Und dann habe ich gesagt, Rainer, ich habe Glauben und wir beten für Amen. Dich. Und er hat jetzt auch gesagt, dass ich ihn besuchen darf. Und also er ist auch kein Gläubiger im Moment, noch nicht. Aber er hat dann schon gesagt, er glaubt, dass es Wunder gibt, aber das ist halt einer unter du und so. Und er hat gesagt, und du bist dieser einer, weil du mich kennst. Ja, ja. Und genau, und so bitte ich einfach, dass wir gemeinsam das auch den Besuch im Gebet vorbereiten, dass er einfach Jesus empfangen kann und auch Heilung empfangen kann. Ja, und amen. Ich habe ihn auch Er hat mir auch erlaubt, dass ich ihm Bücher mitbringen kann. Genau. Ja. Genau. Ja, amen. Und da bitte ich euch, dass ihr das mittragt im Gebet. Ja. Vater, und wir danken dir für den Rainer. Wir danken dir, dass du ihn so sehr liebst. Und wir heben ihn zu dir ab, Vater. Ich danke dir, dass du um ihn weißt. Ich danke dir, dass du ihn heilen möchtest. Und ich danke dir, dass du uns den Auftrag gezeigt hast und gegeben hast. Vater, wir bitten wirklich um Weisheit, dass wir wissen, und du sagst es, dass wir uns nichts überlegen, aber wenn wir dort sind, dass du unsere Worte übernimmst in Weisheit, Vater, dass du sein Herz vorbereitest, dass er dich empfangen kann, dieses Leben empfangen kann und Heilung empfangen kann. Und wir sprechen jetzt schon zu der geistlichen Welt, in den Wunden von Jesus Christus bist du, Rainer, geheilt. In den Wunden von Jesus Christus bist du, Rainer, gerettet. Wir rufen ihn in das Reich Gottes, im mächtigen Namen von Jesus Christus. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, dass es ein wunderwirkendes Zeugnis ist. Dass es wirklich, wow, dass wo keine Hoffnung ist, du kommst und ihn zum Leben bringst. Halleluja. Danke, Vater, in Jesu Namen. Halleluja. Lord, also I want to pray for his new birth.
Und wir möchten auch beten für die neue Geburt. Lord, I call him born again. Wir sprechen ihn von neuem geboren. I know he has to make his own decision. Wir wissen, dass er die eigene Entscheidung treffen muss. But in the name of Jesus, I go against every spirit aber that im, has blinded his mind to keep him from receiving Jesus Christ. Aber in dem Namen von Jesus Christus gehen wir gegen jeden Geist, der seinen Sinn verblendet hat, um Jesus Christus zu empfangen. And we call him born again. Wir sprechen ihn von neuem geboren. In Jesu Namen. Arbeiter in sein Leben. Weisheit für Raffaella und Weisheit für uns. Zu sagen, was wir sagen sollen. Um den Samen zu pflanzen. Andere Arbeiter. Die Samen pflanzen. Lord, however you want to work, we call him born again in Jesus' name. Wir sprechen ihn von neuem geboren in Jesu Namen. Halleluja. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Koda bravo stesi anda da boko ya banda de te kedisti. Amen, Christian. Amen. God is the doctor. Hallelujah. Gott ist der Doktor. The Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Amen. Anybody else have something that they need prayer for? Hat noch jemand was, wo er Gebet für braucht? Tomorrow night, morgen Abend, we will have prayer. Haben wir Gebet. It'll be at 8 o'clock. 8 Uhr. Online prayer. Online prayer. We won't have prayer on Friday night. Wir werden am Freitag keinen Gebetsabend Instead haben. Instead of Friday, it'll be tomorrow night. Anstatt Freitag werden wir das morgen machen. And so we invite you to join us tomorrow night at 8. Und wir laden euch ein, dass ihr mit uns seid morgen Abend um 20 Uhr. These are powerful times. Und es werden kraftvolle Zeiten. Invite somebody to come on. Lad doch jemanden ein, der reinkommt. That you know are people of prayer. Wo du weißt, das sind Leute des Gebetes. Amen. Amen. Yep, Chris is writing in about the healing Zeugnis in F.F. Bosworth's book. Christa schreibt gerade, dass die Heilungszeugnisse im Buch von F.F. Bosworth sie jeden Tag ermutigen. Yep, and we might mention that we ordered that book too. Ja, wir haben es bestellt, aber es ist immer noch nicht da. Oh, we have to wait, okay. Mm. It's on the way, hallelujah. All right, we love you. We're glad you got to be with us tonight. Also, wir lieben euch und es ist so schön, dass ihr mit uns dabei wart heute. It's been a great, great time in the Word. Eine großartige Zeit im Wort. And Karina, hallelujah, du bist geheilt. Karina, und du bist geheilt. And we're begeistert über dein Zeugnis. Hallelujah. Amen. Und wir werden begeistert sein jetzt schon über dein Zeugnis. Amen. Thank Amen. You. Glad to be with you.